Das Spiel 1. VfL Potsdam gegen HSV Hannover wird Ihnen präsentiert von der AOK Nordost, die Gesundheitskasse. Großer Jubel, Erleichterung und Freude nach der Schlusssirene. Der 1. VfL Potsdam konnte am Sonntag gegen den HSV Hannover endlich den ersten Saisonsieg einfahren und hat somit einen groben Fehlstart in die 3. Handball-Bundesliga verhindert. Leicht war es für die Potsdamer aber auf keinen Fall. Das Spiel war spannend bis zur letzten Sekunde und mit 30:29 hätte das Endergebnis nicht knapper ausfallen können. Ja, ich freue mich natürlich überragend, dass es jetzt diesmal geklappt hat, nach dem Unentschieden gegen Hildesheim. Sehr wichtiger Sieg auf jeden Fall und ja, jetzt kann es weitergehen. Total wichtig, gut für die Moral. Endlich der erste Sieg, auch hier in der Halle, hat es wirklich sehr Spaß gemacht. Stein vom Herzen gefallen, weil wir natürlich im ersten Spiel einen Punkt verloren haben und irgendwie mit einem schlechten Gefühl rausgegangen sind, dass wir ein Spiel verloren haben. Aber noch einmal zurück zum Anfang. Die Potsdamer empfingen die Gäste aus Hannover heute in ihrer alten Halle, der Sporthalle in der Heinrich-Mann-Allee. Bereits beim Einlaufen war eine angespannte Konzentration bei den Potsdamern zu beobachten, zu spüren. Es ging heute schließlich darum, nach der Niederlage am vergangenen Wochenende in Hamburg einiges wieder gut zu machen. Auf der Platte ging es dementsprechend dann auch heiß her. Beide Teams kämpften um jeden Ball und lieferten sich in den ersten Minuten einen echten Schlagabtausch. Es waren aber die Gäste aus Hannover, die dabei immer wieder einen kleinen Schritt voraus waren und die Führung innerhalb. Die Potsdamer liefen also permanent einem Rückstand hinterher, was auf die immer wieder offenen Lücken in der Abwehr zurückzuführen. Alles in allem standen die Gäste in der ersten Halbzeit einfach besser und spielten ihre Angriffe konsequenter zu Ende. So mussten die Potsdamer auch mit einem etwas ernüchternden 12:15 Rückstand in die Halbzeitpause gehen. Wir haben in der ersten Halbzeit zum Anfang eigentlich eine gute, schnelle Mitte gespielt, einfache Tore geworfen. Wir haben aber vier liegen gelassen. Also ich glaube, wir haben 2, 3 vom Kreis, auch ein paar vom Rückraum, technische Fehler. In der zweiten Halbzeit mussten die Potsdamer also noch eine Schippe drauflegen und das taten sie. Der heute überragende Levi Schwark erzielte direkt nach Wiederanpfiff 3 Treffer für sein Team, während Fabian Pellegrini den Kasten mit mehreren Paraden sauber hielt. Das Spiel war bei einem 15:15 Zwischenstand also wieder komplett offen. Im Anschluss konnten die Gäste jedoch erneut in Führung gehen und es dauerte bis zur 55. Minute, bis Levi Schwark den erneuten 26:26 Ausgleichstreffer erzielen konnte. Kurz darauf leitete Kaspar Jack mit seinem Führungstreffer zum 27:26 die Schlussoffensive der Potsdamer ein. Die Hannoveraner waren hier sichtlich am Ende ihrer Kräfte und konnten dem Gastgeber nicht mehr viel entgegensetzen. 10 Sekunden vor Schluss gelang ihnen zwar der 30:29 Anschlusstreffer. Das Team von VfL-Trainer Daniel Deutsch spielte die letzten Sekunden jedoch souverän herunter und konnte somit den ersehnten ersten Saisonsieg feiern. Ich denke, dass in der zweiten Halbzeit auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Kampf drin war, weil wir wissen, dass wir das Ding drehen müssen. Und ja, viele Sachen haben geklappt. Wir sind super in die zweite Halbzeit gestartet, 3 schnelle Tore gemacht. Zum Ende geht es dann, glaube ich, über den Kampf und die individuelle Klasse. Und wir sind froh, dass wir dieses Spiel dann mit einem Tor gewonnen haben. Für die Potsdamer stehen nun 2 schwere Auswärtsspiele an. Am 14.09. sind sie zu Gast bei der HSG Ostsee und am 22.09. geht es nach Dessau. Heute wurde aber erst einmal der wichtige Sieg gegen den HSV Hannover gefeiert. Ist nach dem ersten Saisonsieg darf man sich sicher mal ein Bierchen gönnen. Wir haben heute auch mal wieder einen Hammer gesungen, das hat auch ein gutes Gefühl gegeben. Wir sind dann in 3 Wochen wieder dabei, wenn die Potsdamer mit hoffentlich 2 Auswärtssiegen im Gepäck die Mecklenburger Stiere in der MBS Arena empfangen. Das Spiel 1. VfL Potsdam gegen HSV Hannover wurde Ihnen präsentiert von der AOK Nordost, die Gesundheitskasse.